Ohne Visualisieren bedeutet, also es werden oft halt Visualisierungen angeboten. Das Problem ist eben, dass man sich da was vorstellt. Und diese Vorstellung verdeckt das, was man wirklich fühlen kann. Und die ersten Male sind diese Vorstellungen sehr mächtig, weil der Affengeist eben von sowas angezogen ist. Ist quasi so eine Art Vorstellungstheater, in dem man dann komplett untergeht, eingeht. Deswegen kann man als Schamane, daher kommt das in erster Linie, mit diesen Visualisierungen viel bei jemandem anders bewerkstelligen. Das ist ein gutes Werkzeug für Leute, die eben nie meditiert haben und es auch in Zukunft nicht vorhaben, wenn es darum geht, jemanden zum Beispiel zu heilen. Aber der Schamane muss komplett über all die Aspekte davon Bescheid wissen. Und es gibt Traditionen, habe ich schon erwähnt, ich glaube, Böhmen ist das, eine der am ursprünglichsten im Schamanismus verwurzelten und mit dem Buddhismus dann zusammengekommenen Traditionen aus Tibet. Wird heute noch gelehrt, da gibt es auch Sutren drüber, meines Wissens aber auch keine übersetzt. Es gibt ein paar Projekte, die Mahayana-Sutren übersetzen ins Deutsche auch. Ich habe schon lange nicht mehr geguckt, wie weit sie sind, aber das sind sehr gewissenhafte Leute. Also da könnte man dann in diese Richtung gucken. Aber das ist, soweit ich das recherchieren konnte, immer wieder ein sehr erfahrener Meister oder Meisterin wendet das eben für so jemanden an, der noch nicht mal Schüler ist. Oder man leitet einen Schüler in die Richtung, da musst du das aber nachher dem Schüler wieder entwöhnen. Weil dieses künstlich herbeigeführte, wir hatten das in Bezug zu Alkohol und Drogen schon, steht dann dem wahren Erkennen im Wege, weil du immer wieder dieses durch Visualisierung oder Drogen erzeugte Gefühlsbild, Geschichten, Konstrukt erwartest und dann immer wieder da reinfällst und nicht dann in der Lage bist, die subtilere Ebene, also die etwas weniger deutliche Ebene in dir selber zu erkennen. Und dann hast du immer wieder das Problem, dass du auf die alte Schiene zurückfällst. Die klappt dann aber nicht und die neue Schiene steht dir nicht zur Verfügung, weil du eben immer wieder in Erwartung bist, in Erwartung bist, in Erwartung bist und gar nicht schaust oder die Aufmerksamkeit nicht daran dahin richtest, wo es dann eigentlich in dem Zusammenhang, wo es hingehen soll, ne, geht. Also steht dem wahren Erkennen im Wege. Deswegen mache ich das nicht. Weil du erst dir was angewöhnst, was du dir dann wieder abgewöhnen musst und so, das ist viel zu umständlich. Aber da dummerweise diese Visualisierungen gehen in Richtung dessen, was ich am Anfang gesagt habe, das erzeugt schnell Erfolge, dann hat man was davon, kommt man wieder. Ne? Deswegen werden die gerne genommen. Und im Daoismus geht das bis zur Mittelstufe, also bis zur mittleren Grotte. Da ist eben viel mit Visualisierung und sowas. Das dazu. Das hatte ich, glaube ich, gesagt. Also ich bin da dran jetzt erstmal das Inhaltsverzeichnis auf Wikisource vom Dao Zhang, also der gesamten Sammlung der Daoisten, nach und nach zu übersetzen. Ich hatte so einen Schnellschuss probiert auf einen einzigen Band. Da bin ich aber nicht mehr zufrieden. Also ich gehe jetzt erstmal das gesamte Inhaltsverzeichnis dieser über 30.000-seitigen Sammlung durch. Und dann im nächsten werde ich mich dann auf ein oder zwei Bücher oder sogar nur Kapitel bestimmter Bücher
stürzen, um da schneller die Informationen zu finden, die mich interessieren. Aber das steht dann allen zur Verfügung. Und wenn jemand anders daran weitermachen will, das ist ja viel zu viel für einen Menschen, das alles zu übersetzen, dann können die da dran weiterarbeiten und dann liegt irgendwann in absehbarer Zeit diese Riesensammlung mal endlich auch lesbar zur Verfügung vor. Dann muss man sich nicht immer wieder auf diese drei einzelnen Bücher fokussieren und kommt da mal ein Stück weiter. Also alles, was ich bis jetzt da aus den Originalschriften rauslesen konnte, war, dass das, was ich mache, ziemlich authentisch ist. Ja. Obwohl ich das nicht wusste, einfach daher, dass ich die Grundlage in mir schon seit Jahrzehnten schaffe und dann weise damit umgehe und dann kann eigentlich das auch, egal welche Tradition auf diesem Globus dem folgt, nur in diese Richtung gehen. Es geht eben aus dem kurzfristig zu umgewöhnen von Verhaltensmustern in Richtung Freundlichkeit, Aufmerksamkeit und Gelassenheit in allen Traditionen und dann bleibt nur stilles Sitzen und Selbsterkenntnis. Und dazu gehört eben auch Selbsterkenntnis, wie funktioniert mein Körper, wie funktioniert mein Geist und sowas. Wer liest die? Was denn? Die Schriften? Ganz wenige nur. Ganz wenige lesen diese Schriften. Also den Dao Zong konnte man ja gar nicht lesen auf einer anderen Sprache als Chinesisch. Liegt in keiner anderen Sprache vor. Ja, noch nicht mal Englisch. Und die Mahayana Sutren, also die tibetischen, die sind in Tibetisch. Also, wenn man die lesen will, dann musst du entweder einen Meister haben, der dir das beibringt, aber wenn du es wirklich lesen willst, dann musst du eben Tibetisch lernen. So. Dao Zong, ja, das Wort findest du auf meiner Internetseite, weil da ist der erste Versuch, ist schon verlinkt im Menü. Ja. Ich werde da dann auch den Link auf diese Wiki-Source-Geschichte machen, wo ich dann weiter übersetze. Vielleicht tue ich auf meine Internetseite auch ein paar der Übersetzungen, aber ich denke, also den ganzen Dao Zong auf keinen Fall, der wird dann auf Wikisource weiter bearbeitet. Bloß ich habe da jetzt das Fundament gelegt, damit da überhaupt was startet mal. Und ich arbeite da an dem Inhaltsverzeichnis, wie gesagt, auch erstmal weiter. Ich halte das für ziemlich wichtig. Ne? Also wenn man sich mit Buddhismus auseinandersetzt und dann den nächsten Schritt geht und sagt, okay, was haben wir denn da überhaupt? Und dann sieht die Sutta Pitaka ist die Grundlage auch für die anderen Schulen, auch wenn die das nicht gerne. Die sagen immer, das sind minderwertige Schriften. Die Meister, die dann nachher ihre Eingebungen hatten, sind dann eben viel wichtiger. Und wenn man sich die dann anguckt, sieht man, dass die in ihrer Historie eben in Bibliotheken waren und die Sutta Pitaka diese Urschrift gelesen haben und dann bei denen einzelne Parabeln und Beispiele aus der Sutta Pitaka in deren Vermittlung auftreten. Und die liegt vor. Die kann man im Internet lesen, auf Englisch, auf verschiedenen Sprachen und so weiter. So wäre das für alle, die in diese Richtung gehen, eine Grundlage. Für unser stilles Sitzen, das habe ich verlinkt auf meiner Seite, was da erstmal wichtig ist. Da müsste man auch noch weiter drüber reden. Also Sutta Pitaka liegt offen. Der Dao Zong, da arbeite ich dran. Tibetische Klamotten, also Yoga, Tantra, gibt es zum Teil auch im Internet zu finden. Aber das lässt sich auch erst verstehen, wenn man eben stilles Sitzen praktiziert. Und zwar diese Grundlage. Genug für heute. Genug für heute. Besser gesagt, heute Abend ist ja nochmal stilles Sitzen. Um 19.45 Uhr ist die Fragerunde, aber ich sitze schon um 19 Uhr
meine 45 Minuten. Und je nachdem, wie lange ihr sitzt, kommt einfach dazu. Dann sitzen wir in Ruhe. Und zum Schluss ist dann eben noch kurz Zeit, um irgendwas, was euch so einfällt, kurz zu beantworten. Okay. Und ich werde in Zukunft oder zumindest bis zum Anfang des Winters mit diesem Termin auch noch viel lockerer umgehen. Und zwar ohne auf Publizität zu starren. Ich starre auf den wahren Weg. Also von dem ich weiß und meine, dass der in die richtige Richtung führt. Okay. Dann bis heute Abend, bis zum nächsten Mal, wie ihr das gerne mögt.